Moin Kollege, fahren Sie diesen Zug erstmal in die Station. Denkt daran, die Rangiergeschwindigkeit beträgt bei der Hochbahn 25 km/h. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2021. Ja, wir stehen hier gerade mit unserem DT5, der Hamburger Hochbahn, in einer Kehranlage, einer Station, deren Name ich gerade vergessen habe. Und werden heute auf diesem wunderschönen Freeware-Add-on ja, ein kleines Szenario fahren, das ungefähr 15 Minuten geht. Und ich denke, wir fangen auch direkt mal an. Wir werden einmal den Richtungswender einlegen, die Frontbeleuchtung einschalten und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen, denn mehr können wir bisher leider noch nicht in diesem ja, wunderschönen Triebkopf hier, beziehungsweise Triebwagen hier machen. Ja, und wir werden jetzt einmal vorfahren mit natürlich 25 km/h, wie uns diese nette Nachricht auch das eben gerade eben schon mitgeteilt hat. Und ja, wir fahren hier heute mit dem DT5 das Szenario Richtung Wandsbek-Gartenstadt, beziehungsweise nach Wandsbek-Gartenstadt. So, wir müssen einmal darauf achten, dass wir natürlich jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Dazu lassen wir den einmal rollen. Ja, und noch eine ganz wichtige Info vorweg. Das Ganze ist natürlich noch nicht fertig hier. Der Link dazu ist trotzdem unten in der Videobeschreibung. Ist echt ein super Projekt. Allerdings, wie gesagt, das Ganze ist noch nicht fertig. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Projekt eingestellt ist. Ich kann es euch nicht beantworten, ob das hier noch weitergeführt wird. Es fühlt sich, finde ich, ein bisschen so an, als wenn das eingestellt wäre. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht fertig. So sieht man das zum Beispiel hier in dem Innenraum, dass der jetzt zum Beispiel noch keine ja, Wandbreite hat. Also die ist einfach dünn wie Papier noch, die Wand. Aber von außen sieht man das jetzt nicht so stark. Ja, und werden dann jetzt gleich, genau, Wandsbeck Markt einmal dort einfahren. Natürlich hier langschleichen über das mittlere Gleis dieses Tunnels, was eigentlich auch sehr interessant ist, denn wir haben, man sieht es zwar jetzt sehr schlecht, hier ein Gleis, dann hier das Kehrgleis, wo wir gerade drauf sind, und hier auch nochmal das Gegengleis. Ich schätze mal, dass wir hier vorne gleich einmal wenden werden, aber das werden wir gleich sehen. Ja. Und dann fahren wir hier einmal gleich in die Station ein, die übrigens auch gar nicht schlecht aussieht aus meiner Sicht, also hat was. So, und jetzt gehen natürlich auch hier die Monitore an. Das sind natürlich jetzt auch nur Standbilder. Wie gesagt, das ist halt nicht fertig. Aber ich glaube, man kann gleich sehen, wenn die Türen offen sind. Naja. So, und dann halten wir einmal an und machen die Türen auf. So, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wir können mal hier in die 8-Ansicht gehen. Dann müssen wir gleich... Ah, wir machen das mal anders. Wir gehen mal hier in die Position 9. Ah, nee, okay. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass wir hier zurückfahren. Ah ne, okay. Gut. Wechsle nun den Führerstand und fahre diesen Zug nach Wandsbek-Gartenstadt. Ja gut, das machen wir. Also lag ich doch richtig. Werden wir einmal hier das alles rausstellen. Und dann einmal den Führerstand wechseln. Hier den Richtungswender einlegen. Die Frontbeleuchtung einmal einschalten. Ist sie eingeschaltet? Nein, noch nicht. Jetzt ist sie eingeschaltet. Hier kommt der Kollege mit seinem DT5 rein, aber wir müssen jetzt natürlich abfahren. Dementsprechend tun wir das auch. Hier in den Tunnel der Hamburger Hochbahn, beziehungsweise, ja, ich würde es auch als Hamburger U-Bahn betonen, beziehungsweise so nennen. Aus meiner Sicht ist es auch eine Hamburger U-Bahn. Heißt zwar Hochbahn, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir dürfen auf 80 km/h beschleunigen. Müssen dann allerdings rechtzeitig wieder runterbremsen, denn ansonsten, ja... fahren wir bei Straßburger Straße durch und darauf habe ich echt keine Lust. So, wir sind natürlich jetzt ein wenig zu schnell, das balanciert sich allerdings von selber aus. Und ja, dafür, dass das Ganze natürlich hier alles kostenlos ist und ihr das wirklich einfach so runterladen könnt, ihr braucht dafür noch nicht mal irgendwelche Objekte. Das einzige, was ihr braucht, ist den Train Simulator. Alles andere wird mitgeliefert. Finde ich das schon echt cool, dass es sowas hier gibt. Natürlich ja, weiß man, dass das richtige Hamburger U-Bahn bzw. Hamburger Hochbahn Add-on natürlich in Arbeit ist. Das wird dann dieses schöne Projekt hier ersetzen natürlich, weil das dann von der Qualität dementsprechend auch nochmal natürlich einen anderen ja, Stil haben wird. Solange das aber doch noch nicht draußen ist, werden wir uns natürlich hiermit einmal ja, vergnügen, und das ist natürlich auch völlig ausreichend, denn es ist wirklich, wie gesagt, es ist ein Freeware-Projekt und ich finde es echt super. Wie gesagt, ich hatte das Projekt schon längere Zeit beobachtet und habe es auch schon längere Zeit gedownloadet, nur ja, ich habe es noch nicht auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Und heute dachte ich mir, jetzt tue ich es einmal, bevor das richtige Hamburger U-Bahn Add-on erscheinen wird, zeige ich lieber doch nochmal das. So, nächster Halt ist alter Teichweg. Dann gehen wir hier einmal auf maximale Beschleunigung. Ich muss schon sagen, der Wagen ist echt leise, aber er fährt sich auch echt gut. So. Und da vorne kommt dann auch schon der alte Teichweg. Ja, das meine ich. Jetzt müssen wir einmal richtig bremsen. Denn der hat zwar gute Bremsen, trotzdem verschätze ich mich hier sehr leicht mit diesem Fahrzeug einfach, weil der in den Endgeschwindigkeiten einfach nicht mehr der stärkste ist. So, Türen auf. Ja, und man sieht auch, das Ganze ist sehr detailliert hier gestaltet alles. Natürlich, wie ich es jetzt schon öfter erzählt habe, das ist natürlich alles nicht final. Man merkt das natürlich, aber es ist, also ich lobe das Projekt wirklich. Auch hier solche schönen Plakate, ja, die Frauen und der Baum. Der gute Laune-Film des Jahres, wunderschön, einfach fantastisch. Boah. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne ihn nicht, kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist das kein echter Film. So, und, ach guck mal, das ist ja lustig. Man hat hier ein Blender-Shirt. Jetzt würde ich mal ganz grob schätzen, dass man die 3D-Objekte in Blender erstellt hat, wenn der hier so ein Blender-Shirt trägt. Ja, finde ich cool, die Idee, sowas einzubauen. So, das Szenario soll übrigens knapp eine Viertelstunde gehen. So, da fahren wir raus. Natürlich Herbst, es ist bedeckt draußen und nachmittags. Und auch hier, das Ganze sieht echt schön aus. Da neigt er sich in die Kurve, einfach wunderschön. Also ich würde es wirklich unterstützen, wenn dieses Projekt noch weitergeführt werden würde. Was ich allerdings tatsächlich nicht glaube, denn es gab jetzt lange Zeit keine Updates mehr und ja, es fühlt sich einfach tot an, das Spiel. Also beziehungsweise diese Hamburger U-Bahn. Jetzt können wir natürlich mal den, beziehungsweise unseren ja, Hamburger U-Bahn-Spezialisten Simulatoren King hier einmal fragen. Wenn du das hier siehst, weißt du, ob das Projekt eingestellt ist oder ob das immer noch aktiv ist? Das würde mich mal sehr interessieren. Sehr gut, fahre nun den Zug auf das Abstellgleis. Gut, das werden wir tun und damit endet dann das Szenario tatsächlich auch schon. So, fahren wir einmal in die Kehranlage. Beziehungsweise, wie die nette Ansage, beziehungsweise, was heißt Ansage? Die Nachricht gerade eben mitgeteilt hat auf das Abstellgleis, genau. Und ja, es werden definitiv auch noch mehrere Folgen zu diesem Projekt erscheinen. Denn dies ist nur eines der vielen Szenarien, die hier mitgeliefert werden. Und ja, ich finde das Projekt einfach toll und deswegen möchte ich dazu auch noch ein paar Folgen hochladen. So, das werden dann allerdings immer mal kürzere Folgen, so wie diese. Diese ist ja auch nicht so lang, denn die Szenarien sind halt gegebenenfalls auch nicht so lang. So, was da denn Schönes? Wunderschöner Prellbruck. So, und dann bringen wir das einmal zum Stehen. Ja, und damit bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin mitgeschaut habt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, denn wir stehen kurz vor den 100 Abonnenten. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, bis dahin, ciao.